Ist klar, ein Gartentisch innerhalb von einer Stunde. Der spinnt doch. Ey, du Pfeife, natürlich geht das. Und das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und das Ganze unter einer Stunde und für 125 Euro. Glaubt ihr mir nicht? Ich blende jetzt den Kassenzettel mal hier ein. Ich habe mir das Ganze gekauft in einem Baumarkt, fertig gehobelt und habe mir die besten Bretter rausgeholt. Und auf dem Kassenzettel sind auch noch Edelstahlschrauben, die lagen um die, ich weiß es nicht, 24 bis 30 Euro ungefähr. Ihr dürft natürlich jetzt nicht reinrechnen das Werkzeug oder beispielsweise die Holzschutzlasur, die ich am Ende des Videos auftrage. Die ist nicht inklusive. Aber das Ganze ist machbar und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze gebaut habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hatten wir schon, ne? Auf geht's. Als Material verwenden wir Douglasie in Länge 2 Meter, 24 x 44 mm. Dann zwei bzw. drei Kanthölzer, 70 x 70, auch die Länge von 2 Meter und 5 gehobelte Bretter. Insgesamt auch die Länge von 2 Meter und die haben eine Breite von 145 mm und eine Stärke von 18 mm. Ihr könnt natürlich auch eine andere Holzart nehmen. Ich empfehle euch beispielsweise eine alternative Lärche oder Eiche. Bevor wir loslegen, legen wir uns erstmal unsere Tischplatte zurecht, beziehungsweise die Bretter, die ergeben dann später unsere Tischplatte. Und da gehe ich einfach nach Form und so, wie sich das Holz über die Jahre hingezogen hat. Ich versuche halt eine einheitliche Fläche damit zu erzielen. Wenn ich das geschafft habe, können wir die Bretter auch auf Länge schneiden. Ich habe mich dafür entschieden, dass der Tisch ungefähr 1,70 Meter an Länge hat. Natürlich könnt ihr das Ganze etwas kleiner bauen oder auch etwas länger, so wie ihr möchtet. Dann solltet ihr aber auch bedenken, dass ab einer gewissen Länge die Tischplatte sich durchbiegen könnte. Entweder nehmt ihr einfach dicke Bohlen oder ihr baut einen dritten Fuß drunter. Im Anschluss werden die Kanten gefasst. Dazu nehme ich meine Kantenfräse. Die eignet sich super dafür, um das Ganze dann schön abzuschließen. Über die Kantenfräse gibt es auch ein passendes Video, besser gesagt einen Vergleich zur neuen Bosch 18 Volt Serie Power for All. Das passende Video werde ich dir hier oben links im Bild verlinken oder das findest du auch unten in der Videobeschreibung. Nun kümmern wir uns um die Füße und dafür braucht ihr eine Kapp- und Gärungssäge. Stellt die Ganze auf 40 Grad Neigung ein und wir sägen die Kanthölzer an beiden Enden auf 40 Grad ein. So eine Kapp- und Gärungssäge eignet sich eigentlich total gut für solche Projekte. Ihr könnt natürlich auch anderweitig eine Handsäge nehmen, aber das Ding hier ist einfach unverzichtbar. Vor allem, ihr könnt damit auch gewisse Tiefen von 300 mm zu sägen, sprich ihr könntet auch Plattenwerkstoffe dort zusägen. Die Verbindungsart ist einfach eine Kreuzüberblattung und ich habe das dann eingesägt und ihr könnt das dann wunderbar mit dem Stecheisen entnehmen und das macht ihr bei beiden Teilen und dann habt ihr quasi eine Kreuzüberblattung, die ihr jetzt hier sägen könnt. Wie ich das Ganze an der Kapp- und Gärungssäge ausgearbeitet habe, ist ganz, ganz einfach. Vorab zeichnen wir uns erstmal die Mitte von den beiden Hölzern an. Und dann haben wir hier 10 Grad. Sprich, ich nehme mir eine Schmiege und zeichne mir die ganzen 10 Grad nochmal an und nehme am Anschluss nochmal ein Stück Holz, ein Restholz. Ihr könnt natürlich auch das Maß nehmen, aber so ein Kantholz, das variiert immer plus minus 1 Millimeter. Und dann lege ich mir das nochmal drauf und zeichne dann die Gesamtbreite von dem Gegenstück an. Und das Ganze müsst ihr dann ausarbeiten bzw. aussägen und das habe ich dann mit meiner Kapp- und Gärungssäge gemacht. Dann kann ich bei diesem Modell beispielsweise die Schnitttiefe einstellen. Dazu haben wir hinten ein Blättchen, was ich einstellen kann und eine Gewindestange. Damit kann ich dann die Höhe vom Sägeblatt einstellen. Dann müsst ihr noch hinten am Anschlag ein Gegenstück einspannen. Ich habe jetzt hier einfach den anderen Fuß genommen, damit wir eine gewisse Tiefe
vom Anschlag haben, damit die Rundung vom Sägeblatt auch komplett durchgezogen werden kann, also der Schnitt. Damit das Ganze dann schön fixiert wird, schraube ich nochmal in der Mitte eine Schraube hinein und überprüfe die Maße, das passt alles. Und schon haben wir unsere Füße für unseren Tisch gefertigt. So schaut das Ganze dann aus. Die Tischplatte, die wird ganz einfach mit den drei Dachlatten verbunden. Dazu habe ich mir vier Stücke zugeschnitten, auch wieder an den Enden mit 40 Grad abgesägt, das Ganze jetzt angezeichnet und vorgebohrt. Und ganz, ganz wichtig, bei Gartenmöbel solltet ihr Edelstahlschrauben verwenden. Die kosten ein bisschen mehr, beispielsweise jetzt hier, diese Packung hat um die 28 Euro gekostet. Im Vergleich haben wir links nochmal eine Schraube, die ist verzinkt und rechts haben wir unsere Edelstahlschraube. Was passiert mit so einer verzinkten Schraube? Ja, mit der Zeit fängt die an zu rosten und dann habt ihr ganz hässliche, rostige Flecken auf euren Gartenmöbeln oder auf dem Tisch. Und deswegen nehmt bitte Edelstahlschrauben, die können nicht rosten. Diese vier kleinen Teile werden dann später an unsere vier oder zwei Füße geschraubt, einmal um die einzelnen Bretter zusammenzuhalten und dann die Tischfläche mit den Füßen miteinander zu vereinen. Damit das Ganze unten nicht so hin und her wackelt, säge ich mir noch einen Pfosten zu und der wird dann auch ganz einfach mit der Ecküberblattung beidseitig ausgearbeitet, so dass ich den dann von oben reinstecken kann. Und dann wird er nochmal links und rechts jeweils mit einer Schraube verschraubt. Und ihr seht quasi, ihr könnt, wenn ihr wollt, den gesamten Tisch zerlegen. Das habe ich nämlich auch getan. Ich habe das Ganze dann in mein Auto gebracht. Vorweg habe ich das Ganze aber nochmal geschliffen. Hier auch wieder den 12-Volt-Schleifer von Bosch, passend zu der Kantenfräse. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Produkte und auch nochmal einen Link dazu. In wenigen Handschritten habe ich das Ganze dann zusammengeschraubt, sprich ihr könnt das Ganze auch super wieder zerlegen. Und dann verwende ich jetzt hier 2-in-1 eine Holzschutzlasur zum Sprühen, 500 Milliliter für 4 Quadratmeter, das reicht etwa für diesen Tisch. Und das Tolle ist, ihr braucht das Ganze einmal ansprühen bzw. zweimal, eine Grundierung ist schon mit drinne und eine Versiegelung auch, sprich eine Lasur. Ja, und fertig ist der Gartentisch. Ich denke, das Ganze kann sich sehen lassen. Fehlen nur noch die passenden Stühle und dann kann der Sommer oder auch der Frühling kommen. Boah, jetzt bin ich aber auch kaputt. Also, den Zusammenbau habe ich jetzt nicht einkalkuliert. Ich habe aber ungefähr eine Stunde hier gebraucht in der Werkstatt. Ich habe das Ganze so ganz grob 3 bis 5 Stunden einkalkuliert und war sehr, sehr überrascht, dass ich letztendlich nur eine Stunde gebraucht habe. Und ich möchte ganz klar was sagen, das ist jetzt keine Herausforderung, dass ihr das Ganze auch innerhalb von einer Stunde bauen sollt, sondern das soll euch zeigen, dass ihr das Projekt wirklich fix nachbauen könnt. Und warum sage ich das Ganze? Ganz klar, wenn man schnell ist, beziehungsweise sich beeilen will, dann kommen irgendwann die Flüchtigkeitsfehler und ruckzuck leiden vielleicht die Finger oder deine Gesundheit runter. Das möchte ich natürlich mit dem Video dir nicht mitteilen. Ne? Wie gesagt, Obacht, mach langsam, mach sorgfältig und ich denke, ich spreche für alle, das Ganze soll dir Spaß machen. Ne? So, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, wie immer, gib dem Video einen Daumen hoch. Ganz, ganz wichtig, einen Daumen hoch. Es ist nur ein Mausklick. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig für andere Zuschauer wiederum. Wenn sie das Video anklicken, sehen sie, hey, das Video hat ganz viele Daumen und dann hilft ihr quasi eure anderen Zuschauer mit, dass sie sich das Video komplett bis zum Ende ansehen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Da gibt es ein neues Video. Ich bin gerade dabei, meine Bosch 12 Volt Geräte zu zeigen, meine Erfahrungen dazu mit euch mitzuteilen. Das Video wird demnächst auch rauskommen. So, ciao.